Liebe Geschwister, hier ist die Schwester Esther. Ich grüße euch alle herzlich im Namen vom Herrn Joshua. Ich hoffe, euch geht es gut. Und ich möchte euch heute mein Zeugnis erzählen, wie ich zum Herrn gefunden habe und in welchem Jahr. Das war im Jahre 2018, also ungefähr 5 Jahre jetzt, gegen Ende des Jahres war es, dass ich zum Herrn gefunden habe, oder besser gesagt, dass der Herr mir begegnet ist und ich aber eine persönliche Begegnung mit ihm hatte. Zu Hause, nicht irgendwo in einer Kirche oder bei einem Pastor. Nein, es war wirklich persönlich, dass der Herr zu mir gesprochen hat, beziehungsweise, wie manche so schön sagt, mein Herz berührt hat. Und man merkt es, man spürt es auf jeden Fall, wenn der Herr zu einem spricht oder wenn der Herr einem von etwas abhalten möchte. Dinge, die man zuvor getan hat, man empfindet einfach Ekel davor oder man stellt sich die Frage, wieso das Ganze eigentlich oder wo führt mich das Ganze hin? Diesen Gedanken hatte ich dann irgendwann mal gehabt, weil zuvor habe ich normal gesündigt, wie jeder andere auch, und habe das als normal angesehen. Ich habe mich selber sogar als Christin bezeichnet, obwohl ich ja gar keine Christin war. Solange man der Sünde lebt und die Sünde auch praktiziert, leidenschaftlich praktiziert, ohne Reue, ohne nichts. Das habe ich jahrelang getan. Und wie jeder andere Jugendliche auch, ich habe in der Sünde gelebt, wie gesagt, in der Welt, habe die weltliche Musik geliebt, alles Mögliche, Hip-Hop habe ich. Ich war wirklich tief drinnen, auch in der Unzucht war ich tief drinnen. Schon mit jungen Jahren habe ich angefangen, Schlechtes zu tun. So Sachen wie Pornografie, da war ich auch schon in jungen Jahren drinnen, wirklich gefangen einfach. Und ich habe einfach keinen Ausweg mehr gesehen. Ich selber war wirklich, es gab wirklich eine Zeit, und es war kurz vor meiner Bekehrung, gab es wirklich eine sehr, sehr, sehr finstere Zeit in meinem Leben, worüber nicht einmal meine Familie Bescheid weiß. Das habe ich wirklich durchgemacht. Ich habe Dinge erlebt. Wenn ich heute darüber nachdenke, ich danke dem Herrn dafür, aber zu der Zeit, ich habe gar nichts mehr verstanden und ich habe wirklich geglaubt, okay, ich glaube, heute werde ich sterben, weil es war so schlimm für mich. Diese ganzen Kämpfe, diese ganzen Attacken, die ich durchmachen musste, heutzutage nenne ich das wirklich, ich musste das durchmachen, damit ich diesen Wert vom Herrn einfach wirklich merke, wie wichtig es wirklich ist, wahrhaftig im Herrn zu sein. Und nicht nur so, es mit den Lippen zu sagen, dass man ein Christ ist, sondern es wirklich auszuleben und wahrhaftig auch bekehrt zu sein. Und Kämpfe unterschiedlicher Arten, also wirklich. Und das war meistens nachts. Und deswegen gab es eine bestimmte Zeit. Das war alles in derselben Zeit vor meiner Bekehrung. War diese Zeit, wo ich wirklich in Angst gelebt habe, weil ich wusste, oder besser gesagt, ich wusste nicht, was mir passieren wird, wenn ich schlafen gehe beispielsweise. Und es war wirklich eine Zeit voller Angst, was wird mit mir passieren? Ich wusste einfach nicht. Ich war wirklich verzweifelt gewesen. Ich wusste nichts mehr mit mir anzufangen. Und außen hin habe ich so getan, es wäre alles okay. Aber im Inneren hatte ich einfach diese Unzufriedenheit, diese Leere gespürt. Und
Das hat der Herr gesehen, wie verzweifelt ich war und wie ich einfach in Angst gelebt habe. Und diese Situation hat er wirklich genutzt, um mich noch näher zu ihm zu bringen und mein Herz ihm wahrlich zu geben, um mich ihm zu öffnen. Und ich danke den Herrn auch bis heute immer noch dafür, dass ich das durchmachen musste. Und ich möchte einfach auch die Jugend ermutigen, denn ich bin mir sicher, dass es Jugendliche da draußen gibt, die den Herrn suchen oder die auch gerade etwas Schweres durchmachen in der Zeit. Und die verstehen das vielleicht nicht. Aber vielleicht ist das der Grund, dass sie durch diese Situation, durch die schwere Situation, durch die finstere Zeit zum Herrn finden. Bei mir war es genau das Gleiche. Und ich bin mir sicher, dass auch andere Geschwister genau sowas Ähnliches durchgemacht haben. Die finstere Zeit vor ihrer richtigen Bekehrung. Und ich möchte aber jeden Jugendlichen allgemein ermutigen, dass es den Herrn Jeschua wirklich gibt. Wenn man ihn wahrlich sucht und wenn man wahrlich sein Herz ihm gibt, er offenbart sich ein, er redet zu ein, er ist wahrhaftig lebendig. Und er ist wirklich für einen da. Und ich merke einfach diesen Unterschied zwischen heute und früher. Früher habe ich nach Lust und Laune gebetet. Wenn überhaupt. Einmal in der Woche. Aber heute, wo ich mir wirklich die Zeit nehme für ihn, wo ich mich wirklich hingebe, ich meine, klar, Kämpfe sind da, Ablenkungen sind da, aber wenn man das alles, wenn man sich nicht darauf einlässt, sondern wirklich sich hingibt, eben durch die Hilfe des Heiligen Geistes, der ja in uns lebt, wenn wir den Herrn angenommen haben, der hilft einem dabei, zu beten, zu meditieren. Und der Herr fängt dann auch an, einem Dinge zu offenbaren, Dinge, die man vorher nicht verstanden hat. Fängt man an zu verstehen. Plus dann noch die Lehren, die man bekommt von Geschwistern, die schon länger im Glauben sind. Das hilft einem sehr, dass man im Herrn noch mehr wächst. Aber das Wichtigste ist, dass man selber diese individuelle Beziehung zum Herrn hat oder dass man das jeden Tag pflegt. Wie gesagt, es ist gut, Geschwister an seiner Seite zu haben, die einen, mit dem man sich trifft, mit dem man betet. Aber das Wichtigste im Leben oder eines christlichen Lebens ist erstmal, dass man persönlich diese Beziehung zum Herrn hat oder aufbaut. Dass man jeden Tag dazu lernt, dass man jeden Tag aus seinen Fehlern lernt und einfach wächst. Wir sind dazu da, um zu lernen, um zu wachsen, um den Herrn noch besser kennenzulernen, um dieselben Fehler nicht nochmal zu begehen. Das ist das einfach, was ich mit euch teilen wollte. Und der Herr segne jeden einzelnen von euch. Seid ermutigt, seid wirklich gestärkt. Sucht den Herrn wahrlich. Der Herr ist wirklich für uns da. Er ist der Erste, der bereit ist, uns zu helfen, uns aus jeder Situation herauszuhelfen. Und diejenigen, die immer noch verloren sind, ebenfalls auf seine Seite zu ziehen. Nur wir Menschen müssen auch unsere Herzen, sage ich mal, für ihn öffnen. Wir müssen unsere Herzen ihm gegenüber öffnen, ihm zulassen, dass er in uns hineindringt, in uns wohnt und uns für seine Werke benutzt, dass wir anfangen, ihm zu dienen und nicht mehr der Welt. Wenn wir der Welt dienen, dann dienen wir automatisch dem Feind. Aber wenn wir dem Herrn dienen, beziehungsweise wenn wir im Guten sind, und im Herrn, dann kann uns nichts passieren. Deshalb wünsche ich wirklich jeden und ich bete wirklich für jeden Jugendlichen, ob Jugendliche oder egal welchen Alters, dass ihr wahrlich zum Herrn findet.
Denn nur der Herr ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch ihn kommen wir in sein Reich, durch keinen anderen Weg. Nur beim Herrn geht es uns wirklich gut. Nirgendwo anders, woanders leiden wir nur. Aber nur beim Herrn haben wir den wahren Frieden. Der Friede, dass die Welt uns nicht einmal geben kann. Weder Menschen noch irgendwelche Dinge dieser Welt. Seid gestärkt, meine Geschwister.